Ein spätes herzliches Willkommen, Nikolaus Kühn, schon seit einigen Tagen Rapidler, aber das erste Mal jetzt bei uns vor der Kamera. Einstiegsfrage, wie wirst du eigentlich genannt? Nikolaus, Niki, Nick, Kühni? Ja, danke schön erstmal und Nick, passt. Ganz kurz und knackig. Ja. Und wenn man Wikipedia trauen darf, hast du einen zweiten Vornamen, ja. Garrett. Ja, Garrett. Ungewöhnlich, zumindest für uns. Was ist da der Hintergrund? Ja, das war der Name von meinem Opa. Den hat dann auch mein Vater als Zweitnamen übernommen und ja, der wurde dann an mich weitergegeben. Jetzt ist unschwer an deinem Dialekt zu hören, dass du kein Österreicher bist, wir wissen das alles. Wie gesagt, wie ist das zustande gekommen, dass dich der Weg zum österreichischen Rekordmeister in die Hauptstadt Wien verschlägt? Ja, ich hatte super, super Gespräche mit den Verantwortlichen und ja, wo die Anfrage kam, war mir eigentlich auch relativ schnell klar, wie sich da bemüht wurde, dass ich den Weg mache und den Schritt nach Österreich wage. Hast du wirklich ein bisschen Pech gehabt? Du hättest ins Training einsteigen sollen und wurdest ausgeschaltet sozusagen. Wir leiden alle seit über 2 Jahren darunter. Corona positiv. Wie hast du das weggesteckt? Hat es dich ein bisschen aus der Bahn geworfen oder war es harmlos? Ja, der Start war natürlich nicht optimal. Am ersten Trainingstag dann einen positiven Test zu haben. Dann war ich knapp 1,5 Wochen in Quarantäne. Und ich spüre es noch ein bisschen mit der Lunge, aber es wird immer besser. Seit wann bist du jetzt wirklich im Training? Seit Dienstag, letzten Dienstag. Ja. Seit letzten Dienstag, genau. Also noch keine Woche. Nee. Trotzdem, wie sind so deine ersten Eindrücke, sowohl vom Trainerteam als auch von deinen neuen Teamkameraden? Ja, super. Als ich zur Unterschrift da war, habe ich ja auch schon ein paar Gespräche geführt mit dem Trainerteam. Total überzeugend. Und jetzt lerne ich natürlich gerade im Trainingslager jetzt auch die Mannschaft immer besser kennen. Und bisher ist top. Jetzt wissen wir, dass Österreich oder die österreichische Bundesliga in Deutschland nicht unbedingt der Nabel der Fußballwelt ist. Aber ich nehme an, der Club Rapid hat ja auch vorher schon was gesagt. Ja, auf jeden Fall. Und so sehe ich es auch, dass es eine super Bühne sein kann. Und Rapid ist natürlich früher in Jugendjahren viele Turniere gehabt, wo wir auch gegen Rapid gespielt haben. Und ja, den Club kennt man. Und weißt du, dass du Landsleute hast, die hier sehr, sehr große Fußstapfen hinterlassen haben? Ja, zum Beispiel mit dem Steffen Hofmann habe ich auch schon einige Gespräche geführt. Und ich denke mal, dass wir demnächst auch mal abends essen gehen zusammen und uns ein bisschen unterhalten. Und einen weiteren gibt es, der hat auch einen Verein gehabt, bei dem du auch warst, Carsten Janker. Ja, habe ich auch gehört. Muss ich mich noch ein bisschen reinlesen, aber habe ich gehört, ja. Okay, also nur für dich, wollte ich nicht unter Druck setzen. Carsten Janker ist von Rapid zu Bayern, vorher Meister geworden und Europacup-Finale gespielt. Steffen Hoffmann ist von Bayern 2 zu Rapid gekommen und über den brauchen wir eh nichts mehr sagen. Also toi, toi, toi. Dankeschön. Nick, kannst du ein bisschen beschreiben, wie du als Fußballer tickst? Was sind so deine Vorzüge? Welche Position spielst du? Wie würdest du dich beschreiben? Ja, also ich würde sagen, offensiv bin ich relativ variabel. Ich kann gerne über den Flügel kommen, über rechts, links, 10 und in der Doppelspitze fühle ich mich auch wohl. Wenn ich mich als Spieler beschreiben würde, würde ich sagen, ich komme viel über Schnelligkeit, Dribblings und versuche jetzt an meiner Torquote ein bisschen zu arbeiten und will natürlich so möglichst viele Assists und Tor machen dieses Jahr. Du bist noch sehr jung. Ein Neujahrskind, wenn ich mich nicht täusche, 1. Jänner, auch immer schwieriger Geburtstag wahrscheinlich. Ja. Und hast aber trotzdem schon sehr viel Erfahrung gesammelt bei verschiedenen sehr, sehr großen Clubs auch. Ich sage jetzt nur Ajax Amsterdam, Bayern München. Was waren so deine prägendsten Stationen aus deiner Sicht jetzt im Nachhinein betrachtet? Ja, natürlich war Amsterdam dann ins Ausland zu gehen das erste Mal mit einer anderen Sprache. War natürlich ein großer Schritt. Dann ist man mit 18 natürlich alleine in einem anderen Land und das hat mich ziemlich geprägt, würde ich sagen. Und da bin ich auch ziemlich gereift. Ich konnte viel mitnehmen. Dann der Schritt zu Bayern, wo wir dann direkt in der dritten Liga Meister wurden, war natürlich auch eine gute Erfahrung. Und wenn man mal weg von den großen Namen geht, dann würde ich sagen, letztes Jahr war ich ja zu Erzgebirge Aue ausgeliehen. Dann denke ich, konnte ich mich da einfach ein bisschen etablieren im Profigeschäft und konnte zeigen, dass ich eine Liga wie die zweite Liga in Deutschland annehmen kann.
und mich da durchsetze. Da hatte ich auch unser Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, sage ich mal, ist persönlich im Stadion beobachtet. Er hat mir nachher erzählt, er war total beeindruckt, wie welchen Support ihr bekommen habt. Das war keine leichte Saison für euch. Ja. Du musst jetzt halt nur bei der Farbe umgewöhnen, die geht in Hütteldorf nicht mehr, das soll ich schon mitbekommen haben. Ja. Aber war das auch was, was du als positiv mitgenommen hast, der Zusammenhalt dort und die Unterstützung der Fans? Ja, auf jeden Fall. Die Fans standen immer hinter uns und auch jetzt nach der Saison, auch als es nicht so gut lief, habe ich nur positives Feedback bekommen und das war natürlich super. Und hast du von deinen künftigen Mitspielern, die schon länger da sind, auch ein bisschen was gehört, wieso die Stimmung in Wien-Hütteldorf oder bei Rapid spielen sein kann? Ja, ich habe schon viel gehört und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also ich kann kaum erwarten, dass wir das erste Heimspiel haben. Hast du gesagt, nach deiner Erkrankung noch nicht voll fit, wann denkst du, wirst du dein Debüt geben können bei einem Testspiel oder wird es erst beim Pflichtspiel sein? Ja, ich schau mal, ob ich jetzt das nächste Testspiel schon mitspielen kann. Ich würde mich natürlich freuen. Geplant ist jetzt, dass ich ein paar Trainingseinheiten noch mache. Und ich denke, mit der Zeit wird es auch immer besser. Und dann kann ich wieder auf den Platz. Nochmal kurz zurück zu deiner Vergangenheit. Das hat man in Österreich nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich, aber es gibt in Deutschland eine große Auszeichnung, die Fritz-Walter-Medaille. Da werden die besten Spieler ihres Jahrgangs ausgezeichnet. Das wissen wir, Deutschland ist in jedem Jahrgang im Fußball an der Weltspitze. Und du wurdest mit der Goldenen ausgezeichnet in der U19-Generation vor wenigen Jahren. Ja. Welche Bedeutung hat das heute noch für dich? War das vielleicht ein bisschen ein Hemmschuh, wenn man dann glaubt, der Nick Kühn, der wird jetzt in 2 Jahren FC Bayern München zum Champions-League-Titel schießen? Ja, ist natürlich eine große Auszeichnung in Deutschland. Und ich habe mich natürlich riesig darüber gefreut damals. Und man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, dass wie groß diese Auszeichnung eigentlich ist, wenn man auch sieht, was für Namen die im Vorfeld schon gewonnen haben und jetzt auch, ja. Aber ich sehe es eigentlich nicht als Druck, sondern als Anerkennung dafür, was ich halt schon geleistet habe in jungen Jahren. Und ich versuche natürlich daran anzuknüpfen und jetzt weiter Gas zu geben. Okay, und zum Abschluss. Welchen Zielen gehst du jetzt in deine erste Saison als Rapid-Spieler? Persönlich, aber auch was du mit der Mannschaft erreichen möchtest? Ja, jetzt natürlich gilt es erstmal, die Mannschaft kennenzulernen. Und dann möchte ich mich schnellstmöglich als Stammspieler etablieren. Und dann möglichst viel dem Team helfen. Mit Assists, Toren und natürlich auch den Fans was bieten. Schön Fußball zu spielen. Allerletzte Frage. Du wirst schon viele Trainingslager mitgemacht haben. Nona, ist es eine Premiere, dass du ein Trainingslager in Österreich hast? Und was sagst du so nach den ersten 1-2 Tagen hier von den Bedingungen im Burgenland? Einmal war ich schon in Österreich im Trainingslager, aber hier war ich noch nicht. Und bisher ist es super. Ist schön hier. Dann hoffen wir, dass es auch erfolgreiche Outputs hat. Und danke ganz, ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, wir können uns noch öfter unterhalten und am besten nach Siegen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Sun, come to the sun, come to the sun.